Klaus von Wagner. Herzlich willkommen. Gott. Hallo. Hallo. Gott. Wunderbar. Ja. Ich sag mal grüß Gott. Oh, darf man das überhaupt? Okay, das, ich spreche auch Deutsch, keine Sorge. Ich wollte übrigens nicht unbedingt über Europa sprechen, aber die Euro-Krise ist in meinem Privatleben jetzt angekommen. Meine 8-jährige Tochter hat mich gefragt, Papa, was ist der ESM? Und ich habe gesagt, wir essen keine Süßigkeiten vor dem Essen. Ich weiß, ich schäme mich so. Ich habe dann mein Wissen aufgefrischt und ich sage Ihnen, es ist einfach ganz einfach. Schauen Sie, nach dem BVG-Urteil wird der ESM jetzt der Nachfolger des ESFS, konkurriert aber mit der EZB, die mit ihrem OMT-Programm, dem Nachfolger der SNP-Maßnahme, den ESM ausschausen lassen wird, wie den EFSF, nämlich veraltet, weil die EZB jetzt macht, was der ESM eigentlich tun sollte, wobei die EZB OMT nur einsetzt, wenn die ESM-Kriterien erfüllt sind und der EWF an Bord ist. Und wer sowas produziert, ist reif für die FDP. Schauen Sie, das ist doch eigentlich gar nicht mehr zu verstehen, aber keine Sorge, unsere Volksvertreter verstehen das ja auch nicht. Deswegen gibt es ja Experten. Und bei Günther Jauch war neulich ein Berater von Angela Merkel, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, Ottmar Issing. Also der Mann hat nicht nur einen Doktor in Volkswirtschaft, sondern ist auch noch Professor. Der war nicht nur Chefökonom der Deutschen Bundesbank, sondern auch noch Chefökonom der Europäischen Zentralbank. Seine wissenschaftlichen Veröffentlichungen decken die gesamte Bandbreite wirtschaftspolitischer Fragestellungen ab. Er ist quasi der Vater des Euro. Und Günther Jauch hat ihn gefragt, ob er die Krise kurz erklärt. Können. Und da hat der Issing den wunderschönen Satz gesagt, nein. Der hat nein gesagt. Der hätte wenigstens sagen können, wir essen keine Süßigkeiten vor dem Essen oder irgendwas. Ich habe das Gefühl, dass die Einzigen, die derzeit noch Entscheidungen über unser Leben treffen in Europa, das sind nicht mehr gewählte Politiker, das sind inzwischen Banker. Hier, an der Spitze der Europäischen Zentralbank steht inzwischen ein ehemaliger Banker der Investmentbank Goldman Sachs. An der Spitze von Italien steht inzwischen ein ehemaliger Banker von Goldman Sachs. Die Banker, die dem Land Griechenland geholfen haben, die Bücher zu frisieren, waren Banker von Goldman Sachs. Alle sagen, wir haben eine Euro-Krise. Dabei ist es eine europäische Schuldenkrise. Nur die Schulden des einen bedeutet auch immer, jemand anders besitzt ein riesiges Vermögen. Nur wer? Banken wie Goldman Sachs. Und jetzt raten Sie mal, wo Ottmar Issing, wenn er Merkel nicht berät, noch arbeitet. Richtig, bei Aldi. Nein, bei Goldman Sachs. Wie glauben Sie, ist es dazu gekommen, dass in ganz Europa die Schulden so astronomisch geworden sind? Doch nicht, weil die Griechen ihr ganzes Geld für Otto Rehhagel rausgehauen haben. Nein, die Staaten haben den Banken die faulen Kredite abgenommen. Nach der Finanzkrise. Bad Banks gegründet. Den Banken Kapital zukommen lassen. Nicht umsonst hat Frau Merkel bis vor kurzem, wenn sie vor Bankern gespielt hat, immer so einen kleinen Witz erzählt. Das ist, meine Damen und Herren, ein kleiner Witz. Was ist der Unterschied zwischen Sozialismus und Kapitalismus? Na? Im Sozialismus wird erst verstaatlicht und dann ruiniert. Verstehen Sie? Wir Bürger der EU haben den Banken und Finanzmärkten, die durch ihre eigenen Spekulationen in Schieflage geraten waren, das Risiko abgenommen. Und zum Dank haben die zu uns gesagt, Mensch, jetzt habt ihr aber viel zu viel Schulden, da müsst ihr aber sparen. Ja, Sie können doch nicht Rainer Kalm und unbewacht vor ein All-You-Can-Eat-Buffet stellen, ihm sagen, greif ruhig zu und danach schimpfen, Mensch, Kalli, bist du fett, mach mal Diät. Also unsere derzeitige Strategie der Krisenlösung ist, Politiker, die keine Ahnung haben, umgeben sich mit Beratern, die nichts erklären können, um ein Problem zu lösen, das niemand mehr versteht. Wissen Sie, ich würde ja beten, wenn ich nicht wüsste, zur Linken Gottes sitzt ein ehemaliger Banker von Goldman Sachs. Wissen, was mir so fehlt in der Finanzbranche? Frauen.
Frauen im Führungsgremium der Europäischen Zentralbank, keine einzige Frau. Ich bin tatsächlich für die Frauenquote. Ist gar nicht so einfach. Hier nehmen Sie deutsche DAX-Unternehmen, 97% Kerle. 97%? Die haben natürlich jetzt Schiss, dass da Frauen kommen. Am Ende noch 30%. Ja, nehmen Sie mal die Automobilindustrie, die haben Panik, klar. Wem sollen denn die ganzen Luxuswagen verkaufen, wenn 30% der Aufsichtsräte das zu kompensierende Organ ja gar nicht mehr besitzen? Die Deutsche Bank auch, damals noch unter Ackermann, hat gesagt, nein, also Frauenquote kommt nicht in Frage. Aber Ackermann, alter Charmeur, hat gesagt, Frauen seien natürlich herzlich willkommen bei der Deutschen Bank, weil Frauen machen die Gremien, und das hat er wörtlich gesagt, farbiger und schöner. Farbiger und schöner. Ganz klares Bekenntnis zur Frau. Als Tischdekoration. Farbig und schön. Wissen Sie, wie das klingt? Wie die Qualitätsansprüche von Silvio Berlusconi, Gott hab ihn selig. Aber das ist, hätte ich beinahe gesagt. Aber der Mann ist ein gutes Beispiel. Stellen Sie sich mal bei irgendeinem anderen europäischen Staatenlenker vor, was Berlusconi gemacht hat. Oh, stellen Sie sich vor, Angela Merkel wäre erwischt worden mit einem 17-jährigen Marokkaner. Jetzt haben Sie ein Bild im Kopf, was? Und er nennt sie Mutti. Sie hat ihn gerade aus dem Gefängnis freigepresst und bei der Pressekonferenz stellt sich und sagt, ja und? Bloß weil ich mit ihm Bunga Bunga gemacht habe. Wissen Sie was, schöne Männer zu lieben? Ja, das ist doch besser als lesbisch sein. Was glauben Sie, was da los wäre in Deutschland? Alice Schwarzer würde sich vor dem Kanzleramt in die Luft sprengen. Hören Sie, ich habe ja selber Angst vor der Frauenquote. Ich gebe es ja zu, 30% Frauen in Führungsgremien. Das bedeutet ja gleichzeitig 30% testosterongesteuerte Alpha-Männchen auf der Suche nach Beschäftigung. Was sollen wir denn mit denen machen? Die können wir doch nicht alle auf die Gorch Fock schicken. Also müssen wir uns vielleicht... Ja, vielleicht überlegen wir uns eine neue Quote. So von 30% männlichen Vorständen in Kindertagesstätten. Oder Kindergärten. Stellen Sie sich mal vor, Ackermann, jetzt hat er ja ein bisschen Zeit. Vor sich eine Horde von Kindergartenkindern, bewaffnet mit Wachsmalkreiden und Filzstiften. Und dann werden wir ja sehen, wer hier schön farbig wird. Und keine Angst, die Kinder werden den Ackermann lieben. Niemand verkörpert die kleine Raupe Nimmersatt besser als der Ex-Chef der Deutschen Bank. Vielen Dank, guten Abend.